Hallo Freunde, schön, dass ihr reinschaut. Ich habe noch mal ein paar News ganz kurz so. Wir haben, ja, was haben wir? Schweiz kommt ohne Lockdown durch die zweite Welle. Das Wunder von Bern, schreibt die Bild-Zeitung. Ein Wunder, dass sie überhaupt schreiben können, weil was die für ein Schwachsinn teilweise verzapfen. Tut doch mal einfach die Redakteure zum Kaffee holen beauftragen und vielleicht die Kaffeeholer mal Berichte schreiben. Journalistische Arbeit machen. Dann muss ich das nicht machen und News raushauen, die tatsächlich interessant sind. Sowas wie, was in den letzten 2 Wochen so nicht in den Medien vorgekommen ist. Ich habe es im Live 36, müsste das sein, schon erzählt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir hatten Heuschreckenplage in Saudi-Arabien. Wir hatten Hagel in Saudi-Arabien. Wir hatten unwetterartige Regenfälle in Saudi-Arabien. Aus Saudi-Arabien, der Wüste, ist mittlerweile ein großer See geworden. Wir hatten Überschwemmungen und schlimme Unwetter in Brasilien, allgemein Südamerika. Wir hatten Sizilien. Vor 2 Tagen war das Sizilien. Schlimmste Regenfälle, wo quasi Sturzbäche durch die Ortschaften gedüst sind. Ihr könnt euch das, wie gesagt, anschauen in meinem Live. Wir hatten gestern Abend in Russland, in vielen großen Städten in Russland, gab es einen Blizzard, der quasi bis zu 5, 6 Meter hohe Schneeverwehungen in den Innenstädten produziert hat. Ein paar Stunden davor, also ein paar, was ich, 24 Stunden davor oder so, gab es auch in Russland einen Eisregen quasi, der Bäume, Äste runterbrechen hat lassen, Autos mit 2, 3, 4, 5 Zentimeter Eiskruste hinterlassen hat. Aber die Bild-Zeitung berichtet darüber, dass der Vollmond ist und manche Leute vielleicht deswegen nicht gut geschlafen haben. Ja, also wenn ich nicht gut geschlafen habe, schaue ich aus dem Fenster am Abend und merke, oh, Vollmond. Ha, ich habe vielleicht deswegen nicht gut geschlafen. Aber Bildzeitung ist das ein Bericht wert. Und dann schwurbelt ein Herr Heil, ein ja, der Herr Schwurbler Heil verspricht, es wird nicht zu Hause kontrolliert, wir sind kein Polizeistaat, wir sind eine Demokratie. Also nur für die, die es noch nicht mitbekommen haben, in Amerika, also in den USA, gilt Deutschland als Polizeistaat. Ja, das ist offiziell eine Mitteilung, die in den deutschen Medien aber nicht vorkommt. Weil die deutschen Medien beschweren sich nämlich immer nur, wenn in Weißrussland Demonstranten, die pöbeln, auf Polizisten gehen, wenn dann ein Polizist sich mal wehrt. Während bei uns in Deutschland die Demonstranten ziemlich verprügelt werden, mit Wasserwerfern beschossen werden, und das bei extrem kalten Temperaturen, das ja kein Infektionsgeschehen erhöht und ein Zusammendrängen der Masse auch kein Infektions. Selbst wenn es kein Corona gibt, macht man sowas nicht. Das nennt man Polizeistaat. Und unsere Politiker sind. Geistig umnachtete Vollpfosten. Entschuldigung, man muss es doch so sagen. Es liegt am Vollmond. Entschuldigung, tut mir leid, da kommt immer der Wolf aus mir quasi sozusagen raus. Der böse Wolf aus mir raus. Sozusagen. Wahnsinn. Währenddessen oberster Intensivmediziner Alarm schlägt. Lockdown ist nicht hart genug. Wer ist eigentlich der oberste Intensivmediziner? Spahn? Nee, der ist ja Bankkaufmann. Keine Ahnung. Egal, welcher Vollpfosten das sagt. Wenn er auf SM steht, dann soll er das bitte tun. Aber bitte im SM-Studio und nicht in Deutschland mit uns. Ja, wir wollen das nicht. Es gibt allerdings bestimmt den einen oder anderen in Deutschland, der ihn unterstützt in seinem masochistischen. Ja, also.
Gehe ich mal davon aus, dass da durchaus sich der eine oder andere bereit erklärt, für so einen Vollpfosten sich zur Verfügung zu stellen. Ja, und dann wollte ich noch, bevor ich es vergesse, der lieben Juliane H. danken. Ist angekommen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis die Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Euer Dieter.